Dresden, Landeshauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt Sachsens. Hier ist nicht nur das politische Zentrum des Freistaates, auch zahlreiche seiner staatlichen Kultureinrichtungen und Hochschulen sind hier beheimatet. In Dresden sind vor allem Unternehmen aus dem Bereich Mikroelektronik, Informations- und Biotechnologie sowie Elektrotechnik tätig, die Nähe der Universität und zahlreicher Forschungsinstitute nutzen. Damit gilt die Region Dresden als eine der wirtschaftlich dynamischsten in Deutschland und gehört zur Metropolregion Mitteldeutschland. In diesem Wachstumspol fand am 11. September 2013 im Westin Bellevue Dresden der Wirtschaftstag des Landesverbandes Sachsen 2013 statt. Unter dem Motto „Der industrielle Mittelstand, Motor für Wachstum und Beschäftigung in Sachsen“ trafen sich hochkarätige Referenten aus Politik, Wirtschaft und Unternehmen und sorgten zusammen mit zahlreichen Zuhörern auch in diesem Jahr wieder für eine eindrucksvolle Präsenz. Simone Hartmann, Vorsitzende des Wirtschaftsrates Landesverband Sachsen, zur Rolle des Wirtschaftsrates in Sachsen. Also wir bieten als Wirtschaftsrat eine gute Plattform für Unternehmen, um sich untereinander auch auszutauschen. Wir geben wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Input mit unseren Tagungen und wir haben einmal im Jahr einen großen Wirtschaftstag, immer wieder zu anderen Themen. Im letzten Jahr war uns das Thema Innovationsgesellschaft wichtig und in diesem Jahr haben wir auf den industriellen Mittelstand in Sachsen gesetzt. Dass der industrielle Mittelstand in Sachsen Motor für Wachstum und Beschäftigung ist, schätzt auch Stanislav Tillich. Der sächsische Ministerpräsident würdigte in seinem Vortrag die Rolle des Wirtschaftsrates in seinem nunmehr 50. Jubiläumsjahr. Was braucht im Prinzip die Wirtschaft, um zu gedeihen? Sie braucht einen Lobbyisten. Das ist der Wirtschaftsrat seit nunmehr 50 Jahren. Er vertritt nicht nur 12.000 Unternehmen, sondern er kümmert sich von Anbeginn seiner Existenz eben um die gestellte Frage, was braucht die Wirtschaft, um zu gedeihen. In einem weiteren Vortrag sprach Dr. Karl Lichtblau, der Geschäftsführer des Institutes der deutschen Wirtschaft, über die industrielle Wertschöpfung als Drehscheibe der Wirtschaft. Na, ich nehme den Impuls mit, dass nicht alles rosarot ist, sondern dass noch einiges zu tun ist. Die Wirtschaft sieht natürlich teilweise auch anders aus. Der Herr Tillich hat es auch schon erwähnt. Also es heißt nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern es muss noch was getan werden. Wir sind froh, in Sachsen zu sein. Wir können auch irgendwo anders sein, was nicht unbedingt besser wäre. Wir haben natürlich von den Rahmenbedingungen Vorteile gegenüber anderen Bundesländern. Dennoch ist noch einiges weiteres zu tun. Sachsen ist nicht ganz vorne, hat aber sicher Potenzial, sich noch weiter zu entwickeln. Und daran arbeiten wir. Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, gibt es sehr viel Unterstützung. Man muss sie halt abrufen. Ich glaube, das ist schwierig für den Mittelstand. Und das, was ich sehr gut finde, was der Freistaat macht, das sind diese Clusterbildungen, die es ja im Textilbereich gibt, die es in der Automobilbranche gibt, die es auch in der Bahnbranche gibt. Ich komme ja nur ein Stückchen aus der Bahnbranche. Das finde ich sehr gut, das hilft uns auch sehr und das hoffe ich, dass es auch weiter so bleiben wird. Im zweiten Teil des Wirtschaftstages ging es dann in der Podiumsdiskussion um Chancen und Möglichkeiten von Kooperationsnetzwerken zur Gestaltung funktionierender Wertschöpfungsketten. Welche Bedeutung haben Kooperationsnetzwerke heute? Welche Erfahrungen gibt es dazu? Welche Voraussetzungen braucht es? Und welche Potenziale lassen sich daraus entwickeln? Das Fertigungsnetzwerk, ja, das ist ein Thema, da fühle ich mich durchaus zu Hause, weil wir seit 2009 ein sehr intensives Netzwerk pflegen. Wir haben also die Institute, vor allen Dingen das SFI in Chemnitz und auch die TU in Chemnitz, angesprochen, sind auch offene Türen eingerannt und haben zwar mit denen zusammen ein Netzwerk gebildet. Also das Networking ist für uns sehr wichtig. Ich vertrete hier den Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften. Also wir sind natürlich immer interessiert dran an gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Themen und auch entsprechende Unternehmen kennenzulernen oder die Kontakte weiter auszubauen. Und da ist es natürlich auch ein wunderbares Umfeld und eine Gelegenheit, auch das weiter fortzuführen und zu kultivieren. Kooperationsnetzwerke sind der Schlüssel für den Erfolg mittelständischer Unternehmen hier in Sachsen. Und wir haben heute viele Praxisbeispiele gehört, die nochmal bestätigen, dass es ohne Kooperation eigentlich nicht mehr geht, um auf Weltmärkten bestehen zu können.
Wir engagieren uns insbesondere für den Forschungsstandort hier in Sachsen. Uns ist wichtig, dass wir industrienahe Forschung fördern und unterstützen, angewandte Forschung sozusagen, um den Unternehmen direkte Hilfestellung zukommen zu lassen. Denn die Kleinteiligkeit der Unternehmen ist noch ein struktureller Nachteil, den wir hier haben. Und insofern sind Netzwerke mit Forschungseinrichtungen ganz besonders wichtig für uns. Wir haben einen sehr interessanten wissenschaftlichen Input erhalten und wir haben zudem die Praxisbeispiele hervorragend agierender Unternehmen gehört. Und insofern bin ich sehr glücklich über das Ergebnis der Veranstaltung.